Die Frage ist ja, was meinten Friedrich Merz mit Antisemitismus? Ja, genau. Das soll er bitte mal ausführen. Und was möchte er dagegen tun? Wird das so ein Ding wie sein Parteikollege Mario Vogt mit der Lizenz zum Stream, die man entziehen kann? Aber ich habe hier jetzt mal Aydan Özoguz eingeblendet. Also jetzt nicht Das falsch habe ich verstehen, gelesen, ja. Ich mag die Frau absolut nicht. Ich finde auch, was sie sonst sagt, wirklich furchtbar. Aber darum soll es jetzt nicht gehen, sondern es soll um einen einzigen Post gehen, den sie auf Instagram abgesetzt hat. Sie hat dort nämlich die Jewish Voice for Peace, also die jüdische Stimme für Frieden, repostet auf Instagram und dazu das Bild eines israelischen Kriegsverbrechens gezeigt, wo Israel ein Flüchtlingslager angegriffen hat und wo Menschen aber lebendigem Leib verbrannt sind. Und dazu hatte die Jewish Voice for Peace geschrieben, das ist Zionismus. Und ja, jetzt könnte man sagen, okay, die israelische, also Israels Staatsideologie, also Zionismus, wird hier in Verbindung zu einem israelischen Kriegsverbrechen gesetzt. Wo ist das Problem? Was schreibt jetzt die CSU dazu? Bundestagsvizepräsidentin Özguz von der SPD macht sich mit einem antisemitischen Post gemein und teilt es auch noch. Wir finden, Antisemitismus hat keinen Platz im Bundestagpräsidium. Das muss Konsequenzen haben. Das Das ist so. Antisemitismus. Ich habe das ja gelesen, den Fall, und dachte, Jewish Voice for Peace, Antisemitismus unterstellen, was hiermit getan wird, mit diesem Tweet, ist sowas von doof. Also das ist doch Quatsch. Und natürlich ist es eine überspitzte Darstellung, aber radikaler Zionismus führt nun mal zu so etwas. Also du kannst ja auch diese Ideologie ins Radikale oder sogar Extreme übertreiben. Und wie gesagt, Groß-Israel gründen würde ich als radikalen Zionismus bezeichnen. Das ist aktuell der Mainstream-Zionismus. Also das ist aktuell der zionistische Mainstream, was du da siehst. Also das ist ja die israelische Regierung. Das ist quasi der Durchschnitt, was rauskommt, wenn in Israel gewählt wird und dann da zionistische Parteien an die Regierung kommen, wer da gerade in reale Politik gegossen wird. Und was dazu kommt, Zionismus, jedenfalls der Mainstream-Zionismus, der war historisch betrachtet gegenüber den Palästinensern immer auf Vertreibung hin eingestellt. Also der wollte immer eine jüdische Vorherrschaft und die Zahl der Palästinenser halt insoweit reduzieren, dass sie immer eine ethnische Minderheit der Palästina sind. Das ist nichts Neues, das ist im Mainstream-Zionismus tatsächlich schon immer der Fall gewesen. Es gab zwar solche Strömungen wie den Kulturzionismus beispielsweise, der in Einklang mit den Palästinensern leben wollte, der sie nicht vertreiben wollte, aber das waren immer nur minoritäre Randerscheinungen. Ich habe ja auch mal einen Bericht von Francesca Albanese und sie zitiert hier Josef Weitz, den Chef der Jewish Colonization Departments aus dem Jahr 1940, also 8 Jahre vor der Staatsgründung Israels. Es gibt keinen Raum für beide Völker, zusammen in diesem Land zu sein. Die einzige Lösung ist Palästina ohne Araber. Und es gibt keinen anderen Weg, außer ein Transfer von allen von ihnen. Nicht ein Dorf, nicht ein Stamm sollte dort gelassen werden. Also das sind ziemlich klare Aussagen von zionistischen Führern. Und seit den 1930er Jahren kann man das grob sagen, das zeichnet Michael Lüders auch in seinem Buch Krieg ohne Ende nach. Seit den 1930er Jahren war es eigentlich Mainstream-Meinung im Zionismus, dass man eine Transferlösung anstrebt, dass man also zumindest den Großteil der Araber zwischen Mittelmeer und Jordanfluss vertreiben will. Also das ist tatsächlich Zionismus, was wir da gerade in Gaza sehen, zumindest die Mainstream-Variante. Es gibt noch Varianten, die nicht auf ethnische Säuberung setzen, aber die Variante, die in Israel gerade hegemonial ist, die tut das auf jeden Fall. Das ist hart. Also das kannte ich tatsächlich noch nicht. Den Link hast du mir ja geschickt, ne? Von der Francesca Albanese. Falls nicht, kannst du mir den bitte den Bericht einmal kurz schicken, dann lese ich mir demnächst auch mal durch. Ich arbeite mich ja gerade in das Thema ein. Aber Kritik da, also so eine, du kannst ruhig sagen, das ist eine zugespitzte Kritik, denn es gibt ja noch andere zionistische Strömungen, was historisch sicherlich richtig ist. Aber also könntest jetzt sagen, das ist undifferenziert. Das wäre ja noch, das wäre noch eine Kritik im sachlichen Rahmen, auf die man eingehen könnte. Aber hier wird ja gleich mit Twitter. Der Hartes, ja, nicht, dass es Twitter, es ist die CSU im Bundestag und Friedrich Merz spricht ja im Bundestag genauso. Könnte was da ich jeder meinte, andere. Ist, ja. Also was ich meinte, ist, Twitter ist jetzt nicht die Plattform, bei der du extrem differenziert dich ausdrückst. Jedenfalls daraus dann so einen Antisemitismus zu machen, ist völlig übertrieben. Und die Absetzung zu fordern, das ist eine Mundtotmachung von jeglicher Kritik. Darauf läuft das hinaus.
Ja, und da, genau darum geht es Leuten wie Friedrich Merz. Also da steht eine Strategie dahinter. Das ist, diese Leute setzen diesen Vorwurf des Antisemitismus strategisch ein, um jede Kritik an Israel mundtot zu machen.